Sommerzeit ist Hauptsaison bei Bäuerinnen und Bauern. Landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren kommen jetzt besonders zum Einsatz. Der Südtiroler Bauernbund und die Südtiroler Bauernjugend sind deswegen bemüht, auf eventuelle Gefahrensituationen hinzuweisen. Grundsätzlich bei den Unfällen ist zu sagen, die Belastung auf dem Bauer hat in letzter Zeit zugenommen, also Mehrfachbelastungen. Viele sind auch noch berufstätig, bewirtschaften in Hof, in der Freizeit. Und durch dem ist oft einmal Zeitdruck, Stress ein Faktor, was dazu beiträgt, dass Unfälle passieren. Aber auch oft einmal die Übermüdung, weil man halt viel auf dem Buckel hat. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, warum Unfälle passieren. Aber auch ein steiles Gelände, ein rutschiger Boden und nicht selten eine falsche Einschätzung von Gefahren auf der Straße können sich als fatal erweisen. Deswegen wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Verkehrssicherheit und dem Mobilitätsressort nun ein spezielles Trainingsprogramm ausgearbeitet. Dieses soll die Zahl der Unfälle auf Hof und Straße deutlich verringern. Ja, ich glaube, das Wichtige ist bei den Kursen, dass man mal einfach die Maschine austauschen kann, zu sehen, wo es passiert. Nicht? Dass man das vorab nicht in einer gefährlichen Situation probieren kann. Logisch entspricht das nie der Richtigkeit. Aber einfach mal ein kleines Gefühl für seine Maschine zu kriegen. Weil je besser man mit der Maschine verschmolzen ist, umso leichter tut man sich Gefahren zu vermeiden. Training durch Erleben, so das Motto des speziellen Fahrtrainings. Vor allem die Fahrzeugbeherrschung und das Verhalten in gefährlichen Situationen soll verbessert werden. Den Teilnehmern werden auch Tipps für die Fahrtenplanung mit auf den Weg gegeben. Ich habe ein Fahrtraining von der Bauernjugend mitnehmen gedürft. Das war eigentlich das erste Mal, dass so etwas gemacht worden ist. Man hat da lernen gekannt, wie sich Traktor auf der Straße verhalten. Bei nassen Untergrund, rutschigen Untergrund. Mir hat das eigentlich sehr viel gebracht, weil man ja eigentlich auf der Straße das nie probieren kann im Verkehr. Da muss man ja den Verkehrsregeln sich umpassen. Zudem werden die Bremswege bei verschiedenen Geschwindigkeiten verglichen. Denn besonders gefährlich kann es auf der Straße mit Anhänger werden. Bei der Erntezeit ist sicherlich die Zeit, die intensive Zeit, wo die Bauern viel auf der Straße sind. Da werden sie extrem wahrgenommen, weil da auch der Verkehr viel ist, weil das einfach eine touristische Hochzeit ist, sagen wir mal. Ist grundsätzlich sicherlich allem eine gewisse Gefahr, weil man oft einmal das Tempo für den Traktor unterschätzt. Also er ist ziemlich langsam, die Sachen. Weiters ist ein wichtiger Faktor einfach bei den Erntetransporten eine gerechte, sichere Ladungssicherung, dass das auch bei gefährlichen Situationen, vielleicht ein Vollbremser oder so, gesichert ist und da bleibt, wo es eigentlich bleiben soll, am Anhänger. Wichtig, bei Anhängern mit Rädern müssen auf der Straße Warnschilder angebracht und das Warnlicht eingeschaltet werden. Auch die Blinklichter müssen einwandfrei funktionieren. Über 2/3 der Unfälle mit Landmaschinen geschehen jedoch abseits der Straße. Die größte Gefahr besteht im Umkippen des Traktors. Die Kabine beim Traktor ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Beim Umkippen verhindert es mehrmalige Überschlagen. Es schützt so mit dem Fahrer. Auch meistens ist, wenn man eine Kabine oben hat, ist meistens auch ein Gurt drin zum Anhängen, dass man nicht von der Kabine ausgeschleudert wird. Und sie schützt auch zudem, gerade bei uns Obstbauern, wenn man spritzt, nicht für die Pflanzenschutzmittel. Und auch im Sommer, wenn es warm ist, vor der Hitze, meistens sind auch Klimaanlagen drin. Ein besonderes Augenmerk gilt dem richtigen Einsatz und der Funktionstüchtigkeit der Maschine. Ich bin mit meiner Maschine durch sehr steiles Gelände gefahren. Als ich am schärfsten Ort bin gewesen, ist mir plötzlich ein Reifen weggebrochen. Das hatte zur Folge, dass der Traktor sehr schnell abgerutscht ist.
Ich habe den Traktor glücklicherweise schnell zum Stoppen gebracht. Ich bin dann abgestiegen und dann gleich festgestellt, dass der Traktor eigentlich noch nicht umgekugelt ist, weil eine sehr breite Maschine hinten hängen hat. Ich finde, dass es deshalb sehr wichtig ist, einen Traktor regelmäßig zu warten. Immer noch bewirtschaften viele Bauern Hof und Grund mit alten Landmaschinen. Doch langjährige Erfahrung bedeutet nicht gleich Sicherheit. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, der Kurs im Safety Park ist sicherlich wichtig für die Jungbauern, Jungbäuerinnen. Aber es soll nicht heißen, dass die Eltern bereits die Erfahrung mit den Maschinen haben, da nichts zu suchen haben. Also ich glaube, für jeden ist etwas dabei, einfach schon einmal zu sehen, zu probieren, zu schauen, wie verhält es sich. Jetzt kommt schon wieder die Reisezeit. Und nach wie vor ist Autoalm das beliebteste Transportmittel, vor allem für Familien mit Kindern. Aber leider Gottes ist Auto das unfallträchtigste Transportmittel. Und deswegen haben wir heute ein paar Tipps für euch. Thema Gepäcksicherung. Gepäck muss richtig geladen werden, weil vor allem bei Kurvenfahrten, bei Bremsen, im Notfall sogar bei einem Aufprall, kann es gefährlich werden. Und man muss auch eines bedenken, in Europa, in gewissen Ländern für falsche Ladungssicherung, gibt es extrem hohe Strafen. Erstens einmal sollte alles auf einer rutschfesten Matte gesichert werden. So ist es gesichert gegen Verrutschen. Dann sollten schwere Gepäckstücke nach unten ganz nach vorne auf der Rückbank anlegen. Leichte Gepäckstücke oben drauf. Was noch wichtig ist, man sollte eventuelle Lücken vermeiden. Wie kann ich das vermeiden? Ich nehme einfach eine Decke oder eine Hand durch und stopfe es aus. Und so habe ich noch einen großen Vorteil, dass die Ladung nicht verrutschen kann seitlich. Kleinteile sollten in sogenannte Boxen eingebracht werden. Vor allem Kleinteile können bei einem Aufprall gefährlich durchs Auto fliegen. Ein weiterer Tipp, wenn Sie allein in Urlaub fahren, ist auf der Rückbank die Gurte überkreuzen. Wieso? Bei einem Aufprall kann es gefährlich werden, dass die Rückenlehne nach vorne klappt und das Gepäck nach vorne fliegt. Durch langes Fahren, logischerweise, tritt auch Ermüdung ein. Das heißt, normalerweise hat der Mensch eine Reaktionszeit von ca. einer Sekunde. Bei Ermüdung kann das bis zu 1,5 Sekunden zunehmen. Brauche ich schon eine Sekunde mehr zu reagieren? Und nehmen wir mal an, ich habe 70 km/h in Kolonnenfahrt. In der Sekunde lege ich einen Weg zurück von ca. 21 Meter. 21 Meter mehr an Reaktionszeit heißt auch bei 70 km/h, dass ein Fahrzeug lange schon steht und ich keine Chance mehr habe zu bremsen. Und dann kommt es zu einem gefährlichen Aufprall. Auto ist lange in der Sonne gestanden. Was muss ich machen? Fenster auf, Klimaanlage auf Maximum schalten. Nach ca. 3 Minuten sollte das Fenster wieder schließen. Umluft einschalten, weitere 5 Minuten warten und dann sollte die Klimaanlage so regeln, dass ich ca. eine Differenz habe zur Außentemperatur von 5 Grad. Das heißt außen 30 Grad, innen 25 Grad. Wenn Sie die paar Tipps beachten, dann steht einer sicheren Fahrt in Urlaub nichts mehr im Wege. Und damit gute Reise! Mobile.